Ich darf euch zu meinem neuen Video begrüßen. Ja, es ist wieder soweit. Bilderberg-Treffen 2019 findet heuer in der Schweiz in Montreux statt. Das Treffen hochkarätiger Entscheidungsträger wurde bis zuletzt geheim gehalten. Der Gastgeber des heurigen Bilderberg-Treffens ist André Kudelski, langjähriges Mitglied des Steuerungskomitees. Auf der Gästeliste stehen 130 Personen aus 23 Nationen. Teilnehmer wurden aufgefordert, ohne Mitarbeiter oder Assistenten zu erscheinen. Das Hotel sollen sie während der Konferenz, wenn möglich, nicht verlassen. In diesem Jahr steht in Montreux das neue strategische Gleichgewicht der Welt im Mittelpunkt, das zwischen den beiden Großmächten, China und den Vereinigten Staaten, zerrissen ist. Die Zukunft Europas. Der Klimawandel, China, Russland, die Zukunft des Kapitalismus, Brexit, Ethik in der künstlichen Intelligenz, soziale Netzwerke als Waffe, die Wichtigkeit des Weltraums und Bedrohungen des Cyberkriegs werden ebenfalls diskutiert. Immer wieder wird erzählt, die Bilderberg-Konferenz wäre nur ein harmloser Debattierclub und deshalb nicht wichtig. Wenn es so harmlos ist, was da abgeht, warum machen sie so ein Geheimnis daraus und lassen keine Reporter zu? Warum wohl? Weil die Chefs der Medienkonzerne auch dabei sind und eine Berichterstattung darüber verbieten. In Vergangenheit haben die Bilderberger darüber geprahlt, sie hätten in den 1950er Jahren entschieden, die Europäische Union zu gründen und die gemeinsame Währung Euro zu erschaffen. Außerdem sind die Bilderberger Königsmacher. Immer wieder werden relativ unbekannte Politiker zur Konferenz eingeladen, die dort den Segen der Gruppe bekommen. Jüngstes Beispiel ist Emmanuel Macron, der beim Bilderberger Treffen 2014 in Kopenhagen war und dann kurz danach Präsident Frankreichs wurde. Die Aufgabe der Medien ist dabei, die ausgewählte Person mit gezielter Meinungsbeeinflussung und Propaganda ins Amt zu bringen. In der Videobeschreibung findet ihr einige sehr interessante Bücher. Wenn du über diese Links ein Tool kaufst, unterstützt du meine Arbeit und du musst keinen einzigen Cent mehr bezahlen. Vielen Dank!